Hallo und happy morning. Es ist Samstag. Und was gibt's am Samstagmorgen? Sehr gut fit natürlich, genau. Und weil wir so super sportlich sind, fahren wir mit dem Fahrrad hin. Let's go for a ride. Zirkus wird es um und endlich taucht der Rehmann mal wieder in meinem Vlog auf. Rehmann. Guten Tag. Wir haben dich vermisst. Ja, ich habe leider einen Rückfall, einen kleinen. Ich bin nicht mehr so fit. Und auch jetzt habe ich sehr müde, obwohl ich nur 30 Minuten hier war. Ich weiß nicht, was los ist mit meinem Körper. Okay. Kämpf dich zurück. Ja. Again. Ich darf es nicht übertreiben, ich muss ihm allem Zeit lassen. Ich wollte vielleicht zu früh zu viel und hat es mich wieder nach hinten geworfen. Bedeutet, so schnell gibt es leider keinen Vlog mehr von mir, weil ich muss versuchen, so wenig wie möglich zu machen. Das ist schade, aber deine Gesundheit geht vor, ganz klar. Ja. Ich würde sehr gerne vloggen, aber das geht halt nicht. So, wir haben es zum Essen gefunden. Es gibt Pulle mit Kartoffeln als Auflauf. Ja, die Zeit rennt ein bisschen davon. Zeit rennt. Ja, mein Bett hat eine Fernbedienung. Guck, an der Seite. Kann ich mit rumspielen. Was jetzt gehört für ein Licht? Rot. Puffrot. Ja, grün. Das schaltet dann. So. Ist gelb. Da grün. Ja, was ist hier? Wie geht die? Du musst links drücken. Oben. Links. Das geht schon. War so langsam. Ja. Du kennst es aber aus dem Krankenhaus. Ja. Schön. Und die Füße ganz nach oben. Ich spüre zum Kreuzer spüre ich ein bisschen. Mhm. Wenn ich mich mal übertrainiert habe, im Circuit Fit oder so. Ist ja top. Super. Beste Bett ever. Ja, wir haben keinen Stress. Wenn wir um 9 da sind, rechts. Gut, dann können wir in Ruhe essen. Ja, ja Rehmann, wir haben für dich gekocht. Pulle, Kartoffeln und schon Gemüse. Ich weiß nicht, ob du Gemüse essen willst. Nee, darf ich nicht, nee. Aber. Wir haben es separat gemacht. Auflauf gibt's. Kleines Sofa, natürlich richtig klein im Vergleich zum anderen. Ja, das kann ja nicht jeder so eine riesen Landschaft haben wie du. Aber es reicht. Ja. Für zwei Leute sowieso. So, vom Essen noch eine Tablette. Eine sogenannte Glückstablette. Ja, hier. Macht Spaß. Glück in kleinen Dosen. Aha. Ja. Hi. Oh, oh. Oh, oh, Essen ist fertig. Wo tun wir Weisheit? So, Essen ist fertig. Ich nehme jetzt meine Medizin, die Glücksmedizin. Hier. Mal gucken, was da drin steht. Heben mal die. Ja, bin gespannt. Sind alle gespannt. So. Na. Oh Gott, da steht so viel drauf, ey, guck mal. Oh, das muss ich alles lesen. Also, auf der einen Seite steht drauf, Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern mag, was man tut. Oh, verdammt, das überfordert mich, das macht mich gerade fertig. Verdammte Scheiße. Das hat sich mein Gehirn ausgetrickst. Oh. Auf der anderen Seite, das ist ein langer Text, Gutschein. Oh mein Gott. Mach deinen Frieden mit einer ungeliebten Tätigkeit, zum Beispiel putzen oder bügeln. Lerne die positiven Seiten daran zu sehen
Hör dabei schöne Musik und betrachte mit Stolz dein Ergebnis. Ja, was habe ich heute gesagt? Genau das. Baby, du hast doch gesagt, du fickst mich gern. Ja, ich glaube, ich sollte mehr ficken. Ja. Und mit guter Musik. Ja. Mhm. Lass gleich mal Musik laufen. Ja, so viel zum Glück in kleinen Dosen.
Wie war's? Ja, es war nicht schlecht für das Pop-Punk. Tonight Live war gut. Also den Erwartungen entsprechend, das ist ja der vierte Gig auf ihrer großen Welttournee und schon ist die Stimme kaputt. Stimme des Engels. Das ist fast wie bei krank. Ja. Ja, nicht nur, dass ich immer ganz kaputt bin. Aber jetzt haben sie ein Problem, ich konnte keine Zugabe spielen. Ja. Und die müssen noch irgendwie 40 Konzerte geben oder so, das schaffen die kaum noch. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt mit der kaputten Stimme. Die kommen ja aus Sydney, Australien. Schon weiter Weg. Also quasi einmal um die Welt rum. Aber du als eingefleischter Fan, hat es sich gelohnt? Ja, was ist schon gelohnt? Also was lohnt sich? Lohnt es sich morgens aufzustehen? Oftmals nein. Oftmals lohnt es sich einfach gar nicht mehr am Leben teilzunehmen, weil es so anstrengend ist. Aber gut haben wir es gemacht. Man kann ja nicht immer nur nichts machen. Ja. Also im Vergleich zu nichts machen, war es nicht unbedingt. Ja. Ich als neuer Fan fand es gut. Es war jetzt für mich eher weniger Pop-Punk, wie du es am Anfang genannt hattest, aber es war spannend. Auf jeden Fall. Ja, das war gut. Ja. Ich würde sagen, es war solid. Gut. Ich sage schon mal bye-bye und ciao, ciao, bis morgen. Ja. So, fertig, Kraniosakral. Ich bin super entspannt. Wenn ihr nicht wisst, wie Kraniosakral sich anfühlt oder aussieht, ich versuche es euch zu erklären. Und zwar geht das Ganze so los, dass ich mich auf eine Liege lege und ja, die Therapeutin, in dem Fall die Tamara, fängt an, eben Punkte am Körper zu berühren und versucht, den Stress aus mir rauszuziehen. Ich habe dann einen Ressourcenort, so nennen wir das. Das ist ein Ort oder ein Platz, an dem man sich